Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, ich hoffe, dass ihr mich gut verstehen könnt. Wir haben draußen 31 Grad aktuell, beziehungsweise es werden noch 31 Grad. Wir haben wahrscheinlich so 29 rum. Ich kann leider nicht das Fenster zumachen und ja, die Stadt hat dann gedacht, machen wir doch einfach jetzt mal so, wenn es so schön ist am Anfang der Woche, eine Baustelle direkt vor meinem Fenster. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr alles verstehen könnt. Ich schaue mal, wie es mit der Aufnahme ist nachher und dann, ja. Wir befinden uns, das nur als kleine Vorwarnung, immer noch in Grünschatten. Ich muss gerade selber mal suchen, wo wir eigentlich sind. Achso, wir sind hier oben, genau. Wir sind hier beim Wegschrein von Falinesti. Den Bereich hier unten hatten wir ja beim letzten Mal schon gemacht. Und dann sind wir hier nur ein bisschen höher gegangen, hier oben zum Wasser. Und ja, mal schauen, was die gute Narion uns so erzählt. Geht jetzt vorsichtig. Das Waldmammut ist sehr selten und genauso scheu. Ich hatte es fast, aber die verdammten Vögel haben es erschreckt. Ein Waldmammut, was sich vor Vögel erschreckt? Jagt ihr ein Waldmammut? Das habe ich doch gesagt, oder? Ja. Das Mammut ging ins Wasser und ich habe seine Spur verloren. Wollt ihr einmal versuchen, ihm nachzuspüren? Wie spüre ich das Mammut auf? Hockt euch hin und sucht nach seiner Fährte. Mammuts sind nicht gerade die anmutigsten Geschöpfe. Sucht nach Spuren, zerbrochenen Ästen oder ähnlichem. Spürt es auf, tötet es und bringt mir seinen Stoßzahn als Beweis. Ich werde euch den Mammutstoßzahn bringen. Warum darf ich das eigentlich nicht entscheiden? Warum kann ich nicht sagen, nö, ich möchte das am Leben lassen und ich möchte, keine Ahnung, stattdessen ein Foto von dem machen oder sowas? Ich mache mal ein bisschen zurück, damit ich überhaupt was sehen kann. Da hinten sind die Spuren, ja. Die Frage ist, ist das auch nach da hinten gelaufen? Ich sehe jetzt nur den Großen hier, den Schlürfer. Hallo Waldmammut. Ja, kommst du auch nochmal, Funke? Ich sehe aber immer noch keinen Waldmammut. Moment, da hinten geht's noch rum. Dolmen. Die werden sich jetzt auch denken, warum schleicht die Olle jetzt hier so rum? Ich kann doch ganz einfach zum Dolmen rüberlaufen. Oh. Das ist gemein. Habe ich auch noch nicht, oder? Also, da hinten ist das Mammut in der Richtung. Ach komm, wir machen noch mal schnell den Dolmen. Es tut mir leid, Leute. Alter. Jetzt hat das Ding aber keine Probleme mehr. Nichts mit Heilung. Da haben wir wieder ein paar Feiglinge, die früher abschließen müssen. Problem ist halt, man kriegt noch nicht mal die Hälfte der Punkte, die man dann kriegen würde. Oder vielleicht die Hälfte, ich weiß es jetzt nicht, aber man kriegt auf jeden Fall wesentlich weniger. Mani Marcos Versagen ist eure Chance. Ihr werdet mir beide gut dienen. Ich bin geduldig, aber nicht so geduldig. So. Haben wir das heute auch schon wieder erledigt? Ja, ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen, weil es ist doch sehr laut hier gerade. Dann mache ich mal die Aufgabe hier weiter. Es tut mir leid, aber ich habe die ganzen Anker und so weiter hier noch nicht gemacht. Und ja... Da ist es natürlich ganz gut. Ah, da ist es. Okay. So.
Kehren wir einfach mal zurück. Der hat wahrscheinlich gedacht, ich bin irgend so ein ganz kleiner oder so. Er muss mir jetzt unbedingt helfen. Es kam so ein bisschen rüber. Also wenn ja, dann Dankeschön. Aber nein, so klein bin ich nicht. Wie ist sie denn jetzt? Ist sie doch hier. War eure Jagd erfolgreich? Ich habe den Mammutstoßzang. Nicht schlecht. Ganz und gar nicht übel, ein solch seltenes Exemplar zu erlegen. Aus euch wird irgendwann noch ein ordentliches Mitglied der Bluthunde. Sie sind eine Gesellschaft von Trophäenjägern. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre bei ihnen und ich bin noch nie jemandem begegnet, der so schnell lernt wie ihr. Tja, ich bin meines Wissens nach das neueste Mitglied davon. Es sei denn, jemand anders hat es danach noch gemacht. Wir haben mittlere Schultern in verstärkt erhalten. Ich habe solch eine Verfolgung nicht mehr gesehen, seit Harras Anführer der Bluthunde war. Wer ist Harras und warum kommt mir diese Frage so bekannt vor? Ein legendärer Bluthund. Er ist besessen von diesem mythischen Senche. Doch seine Jagdgefährten kehren nie zurück. Ich hörte, er ist in der Nähe des Verandpfuhls. Ja. Das war, glaube ich, die Sache, was wir ja alles schon hatten, ne? Nee, Moment, Moment. Irgendwo habe ich das schon gesucht. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wir haben auf jeden Fall... Ach nee, hier ist das gewesen, genau. Haben wir das oder das beim letzten Mal gemacht? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf und machen jetzt die Quest, die Klage um die Verlorene. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, ich kann das dann so ein bisschen splitten, dass wir dann nach der Folge, also nach der Quest hier dann erstmal die Folge beenden und dann die anderen beiden hier dann noch in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, das ist in Ordnung und die ist jetzt nicht nur 5 Minuten lang. Das wäre ein bisschen doof. So, Moment, die ist aber weiter hier oben. Mann. Ich sehe ja alles, aber ich sehe nicht meine Quest. Wo ist die? Hallo, Quest. Ah. Hi. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ihr müsst verschwinden, bevor die anderen von ihrem Raubzug zurückkehren. Evelyn. Oh, ich liebe diese Stimme. Ich weiß auch nicht, warum. Ich muss auch immer an die Meerjungfrauen denken, wenn ich sie höre. Keine Sorge, ich hole euch hier heraus, bevor sie zurückkommen. Ihr versteht das nicht. Ich mag gefangen worden sein, aber ich will nicht gerettet werden. Ehrlich, ihr seid genauso schlimm wie Lauros. Aha. Wer ist Lauros, euer Entführer? Mein Nein. Lauros könnte nicht einmal ein Kätzchen entführen, das ihm nach Hause nachgelaufen ist, weil er einen Fisch in der Tasche hatte. Er ist mein Verlobter. Er ist ein Altmer. Ja, unsere Beziehung fand nie viele Freunde. Aber er ist nicht wie die anderen Altmer. Ihr Göttlichen, ich vermisse ihn. Ich werde euch helfen, zu ihm zurückzukehren. Mein altes Leben ist jetzt vorbei. Ich werde Lauros vermissen. Aber dies ist jetzt mein Volk. Ich kann es nicht einfach verlassen. Wovon sprecht ihr? Die Falinesti-Gläubigen haben eine Stammesfrau verloren. Und wie es Sitte ist, haben sie in einem Trauerkrieg eine Gefangene genommen, um ihren Verlust zu ersetzen. Ich habe jetzt ein neues Leben, eine neue Familie, neue Pflichten. Warum seid ihr dann gefesselt wie eine Gefangene? Es ist eine Prüfung, um sicherzustellen, dass ich ein angemessener Ersatz für die tote Stammesfrau bin. Es wäre ein leichtes für mich, diesen Fesseln zu entkommen. Aber wenn ich flüchte, dann fangen sie jemand anderes. Außerdem gehöre ich hierher und nicht in diese Stadt aus Stein. Ich liebe Lauros, aber ich bin eine Waldelfe. Ach, jetzt muss ich mich auch noch entscheiden. Wollt ihr mich denn veräppeln? Woher soll ich... Ich kenne die doch gar nicht. Ich habe die doch gerade erst kennengelernt. Woher soll ich denn jetzt irgendwas über die wissen? Ich meine, die sagt jetzt, sie möchte nicht in irgendeine Stadt ziehen. Okay. Aber wo ist jetzt das Problem, dass er jetzt zum Beispiel nach hier zieht? Also das wäre jetzt schon mal meine erste Frage. Dann die nächste Frage. Hat sie mit ihm da schon mal drüber gesprochen? Und also ihr habt recht, ihr müsst tun, was eure Kultur von euch verlangt. Pff,
Nee, niemals. Also sowas kann ich nicht antworten, ganz ehrlich. Das geht voll gegen meine Prinzipien. Weil ich lebe nicht für meine Kultur, ich lebe für mich selber. Ich muss mir gerade stehen, ich muss für mich einstehen, ich möchte glücklich sein. Und nein, das ist nichts Egoistisches, das ist einfach nur, ja, das Leben. Das ist halt das, wonach jeder strebt. Man möchte eben glücklich sein. Klar möchte man natürlich auch, dass seine Liebsten glücklich sind, also dass zum Beispiel die Kinder glücklich sind oder dass der Partner glücklich ist oder was weiß ich was. Aber darum geht es ja hier gerade in erster Linie nur indirekt, sage ich jetzt mal, sondern sie schiebt ja ihre Kultur vor. Also, sorry, wenn ich das so sage, statt auch Stein kann ich nicht viel mit anfangen. Klar, sie ist eine Waldelfe, okay, das kann ich alles soweit nachvollziehen. Dann würde ich einfach mal so salopp sagen, dann hol ihn einfach zu dir und ihr lebt dann gemeinsam hier. Aber da mir die erste Antwort überhaupt nicht gefällt, sage ich, nein, ihr liebt ihn und er liebt euch. Versteckt euch nicht hinter euren unterschiedlichen Kulturen. Ihr klingt wie Lauros, immer voller hehrer Ideale. Aber er hat recht. Ich hatte Angst. Ich bin vor uns weggelaufen. Ich kehre nach Marbrook zurück. Vielleicht sehen wir uns dort. Mhm. Hallo? Wieso soll ich jetzt mit Lauros sprechen? Ich kenne den doch gar nicht. Moment, wo... Ja, spring mal eben die ganzen Wände runter, kein Thema. Wo ist denn der? Warte mal. Ich sollte vielleicht vor allem auf der Karte gucken. Hier ist aber, glaube ich, irgendwo... Genau, man sagt, hier ist... Die Schlacht im Fieberzwinger wäre... Alter... Hier ist die Brücke. Habe ich mich jetzt erschrocken. Und ja, ich bin anfangs, als ich mit Teso angefangen habe, sehr, sehr oft irgendwo runtergestürzt. Es tut mir wirklich leid. Lauros! Habt ihr sie gefunden? Bitte, sagt mir, dass ihr das habt. Oder zumindest, dass ihr die Flöte nicht verloren habt. Sie ist die einzige Erinnerung, die ich an sie habe. Hä? Worum geht es jetzt hier? Vor allen Dingen zu Lauros zurückkehren. Ich habe sie ja gesehen, habe da die Quest angefangen. Und jetzt erzählt er mir ja einen von der Flöte. Ich glaube, dem hat mal einer mit der Flöte eins drüber gehauen oder so. Falls du deine Freundin meinst, ich habe sie gefunden. Ein Bosma-Stamm hat sie bei sich aufgenommen. Ich habe sie überzeugt, zurückzukehren. Ich wünschte, ihr hättet sie begleitet. Aber sie ist stark. Wie eine anstürmende Mammutherde. Ich weiß, ich sollte mich lieber an Verwaltungstätigkeiten halten. Hab vielen herzlichen Dank. Also dieser Vergleich mit der Mammutherde, der kam jetzt richtig geil. Vor allen Dingen, weil ich direkt davor nämlich die Quest mit dem Mammut gemacht habe. Ja, wir haben leichte Schultern in passgenau und ohne Set erhalten. Ein Suchtrupp wird nicht nötig sein, Lauros. Anscheinend müsst ihr noch viel über mich lernen. Erinel. Ich bin so froh, euch zu sehen, obwohl euer Erscheinen irgendwie überraschend kommt. Ich hätte mir denken können, dass ihr die Wälder mit Leichtigkeit durchquert. Das hättet ihr, mein Süßer, und solltet ihr mich noch einmal als zart bezeichnen. Aber ich möchte jetzt nichts Unflätiges sagen. Ihr habt recht, meine Liebe. Ihr habt mich wieder einmal in Verlegenheit gebracht. Okay. Also ehrlich gesagt, ich check jetzt nur so die Hälfte von dem, was jetzt hier gerade abgeht. Aber was machen denn überhaupt die Orks da hinten? Helfen die dem oder? Ich bin ja gerade völlig verwirrt. Ich weiß auch nicht. Ich meine, das kennt ihr mittlerweile schon, dass ich verwirrt bin. Aber ich glaube, ihr seid jetzt auch ein bisschen verwirrt. Ich meine mich dran zu erinnern, dass der Typ... Moment, wo stehen wir denn jetzt hier gerade? Das ist aber nicht hier oben die Quest, die wir angeguckt haben. Nee, ich bin hier unten. Ja, dann verstehe ich es wirklich, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht. Also ich meine, dass man vorher irgendwie wohl hier bei ihm was annehmen konnte und er sagt dann, dass seine Liebste irgendwie entführt worden ist und keine Ahnung. Also ich kann mich da mal nicht so vage dran erinnern, aber... Ich verstehe da nicht, warum man die Quest annehmen kann mit ihr und dann sagt, also sie bedankt sich dann und dann steht da zurück zu Lauros gehen.
den man ja vorher gar nicht gesprochen hat in diesem Fall jetzt. Und der sagt dann, ja, ich hoffe, ihr habt sie nicht verloren. Was ist mit der Flöte? Blablabla. Und ich denke so, hä? Also irgendwie ist das jetzt alles ein bisschen durcheinander. Ich weiß auch nicht. Okay, also ich bin gerade maximal verwirrt. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier wirklich erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir in der nächsten Folge hoffentlich mindestens eine etwas längere Quest. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!